Moin meine Freunde, simuliert Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich präsentiere für den True Farming 2 Sidestore-Kanal, ja, die Geschichte vom Rehbachhof. Und ja, der Hermann und ich haben uns ja gesagt, wir fahren jetzt mal ein bisschen durchs Ort, terrorisieren die anderen Landwirte mit unseren schönen Traktoren. Hermann, Genau. auf geht's. Jawohl, lass mal hier bei der Gradera Ja, vorbeigucken. komm. Der wartet ja schon sehnsüchtig auf uns. Oh, da geht ja hier schon rein. Oh, mein Telefon, ja, Ewald? Hallo, hier ist die Emma. Hallo Emma. Ich habe mir jetzt nachgeguckt, das Feld 60 hab ich jetzt so gemacht, dass also es würde 310 Euro kosten im Monat. 100. Andere war bei 250 so rum, war. Ja, auch bei 300 rum. Ja, okay. Nee, würden wir dann beide nehmen. Ja, Gut, genau. habe ich euch eingetragen. Erste Rate nächsten Monat fällig. Alles klar. klar. Bleiben die auf euren Hof geschrieben oder kriegen Genau, wir die auf die unseren. bleiben auf die Geme auf der Gemeinde also bleiben auf der Gemeinde. Ja. Und ihr dürft das dann bewirtschaften. Ihr müsst auch nichts abdrücken oder so, ihr müsst einfach nur dann die Pacht bezahlen. Okay, Ja, alles das klar, klingt doch klingt gut. super. Dementsprechend, wie lange ihr nicht bezahlt habt, dann runden wir das natürlich alles auf, ne? Nee, Ja, das kriegen wir schon hin, das ich ist kein wollte gerade Problem. sagen. Ja, Okay, super, das dann euch passt noch gut. gute Fahrt der Fahrt. Jo, Dankeschön, tschüss. Dankeschön. Ciao. Grüße euch. Gute. Das ist ja Überraschung. Ja. Guten Moin. Schwing Habt ihr mich die auf deinen alten Traktor, wir Schmuckstücke, machen eine ey? Demo. Mit Ja, Demo? keiner, keiner macht den Abwasch. Traktordemo. Okay, da bin ich dabei. Genau, Hermann, mach dich mal nützlich. Ey! Ja, ich wollte gerade sagen, macht mal sauber da. Aber der schöne Lanz mal sauber machen, der war eben noch ein bisschen dreckig. Bei der Das geht ja Fiat gar nicht. Mach Top aus. den Sepp auch mal sauber, genau. Ja, warte. Ich Kommst stell mal mich mal da mit den um, Schuhen warte. sauber. Da, schack, einmal bücken Oh und ja, ja. mal ein bisschen Poppes sauber machen, Oh, genau. Soll ich weiterfahren und lass mich kurz alleine oder geht's? Ja. Nee, nee, ist okay. Ich steck der lange Ding mal weg hier. Die Lanze tust du weg. Ja. Komm, selbst schön ihre Traktor, wir fahren mal ein bisschen durchs Ohr. Wir wollen den Land haben ein bisschen. Machen wir sauber, was Ja, ist. mach mal kleine Genau. Ausfahrt. Ja. Wir wollen mal ein bisschen durch die Gegend eiern. Meine Hupe hört sich komisch an. Das war die Hupe. Okay, ich Ja. hab mir gedacht, das Handy klingelt. Wieso quiekt sie? Na komm, Ja. wir fahren mal zum Stefan Ruf, hä? Ja. Du fährst vorher mal, du bist Führer rot. Ja. Ich drehe hier Ja, die nee. Kurve. Ja, Ah. rückwärts. Wunderbar. Hättest du oben rausfahren können. Boah. Hätte. Wäre Fahrtkette, ne? Genau. Geht's los? Wie flott fahren wir? 30. Ja, Kannst du ich. 30? 33 schaffe ich. Oh ja, wunderbar. Dann fahre ich gemütlich im Standgas und du kannst Vollgas geben. Dann fahren wir jetzt mal zum Ding so, ach zum Stefan dazu, ne? Ja, genau. Genau. Ach schön, schönes Wetter. Ja. Ja, wunderbar. Frühlingsgefühle. Maschinen müssen bewegt werden, das hilft ja nichts. Eben. Ist ja gut, dass man so wenigstens ab und zu auch schon zur Feldarbeit noch ein bisschen einsetzen, ne? Bei 4 zumindest, ne? Ja, eben. Ja, der Lanz ist sehr selten tatsächlich. Und bei Kalle ist auch die Action. Oh. Oh ja, was ist denn da los? Hallo Güte. So. Hast du gesehen, da hat dort Guido rumgestanden. Ja? Ah, oh, der ist ja nur unterwegs. Ja. Man kennt ihn ja erst. Ja, man kennt das ja. Ah, so schön hier. Wundervoll. Ganz schön was. Oh ja.
jemand da ist. Ja. Guck mal, da haben wir den richtigen gefunden. Ja, auf geht's. Moin Männers! Gute! Moin! Hallo! Mach den nicht sauer, mach den dreckig, schwing dich rein, fahr nicht so oft. Schön, wunderbar, der sieht ja richtig gut aus. Ja, der muss ja auch gut aussehen. Und dein Traktor auch. Oh. Das ist halt eine Romantikstimmung. Ja, ja. Ja, ja. Nee, geh weg auf. Nicht abkühlen. Der ist gerade heiß gelaufen, der Kollege. Ja, das kann ich für euch tun, Männers. Wir dachten, du hast bestimmt auch nichts zu tun. Wir wollen mal ein bisschen durchs Ort fahren. Ein bisschen Bewegungstherapie für die Fahrzeuge. Genau. Wenn du Lust und Laune hast, sie uns anzuschließen. Weiß die Maschine schon an. Ich wollte gerade sagen, das hört sich nach Jahren. Ja. Fritz? Moin, Fritz. Ja? Schnapp dir den Bulli, pack die 4 Kästen Bier hinten drauf, fährst du mit. Ja, da kriegt man einen Plan. Eine Flasche habe ich ja Gott sei Dank immer in meiner Tasche. Die trinke ich nämlich jetzt erstmal. Ja, sag Zement, ey. Den hast du aber gut erzogen, dir. Ja, welchen Menschen. Großartig. Ja, fahren wir mal ein bisschen durch die Gegend, ja? Jo. Nächste halt Landhandel oder fahren wir zum Schäfer hoch, jetzt um 9? Oder sollen wir beim Kalle vorbeifahren? Und den noch ein bisschen belästigen, da stehen schon viele Leute rum. Ja, machen wir so. Dann machen wir da richtig genau. Party. Da klingt nach dem Plan, dann... Habt ihr eine Richtgeschwindigkeit, wie schnell wir fahren oder volle Kohle? 30. 30, er fährt gleich ganz vorne weg. Ja, ja. Das nützt ja nichts. Irgendeiner muss ja vorfahren, ne? Eben. Das ist die Demo für keine macht den Abwasch. Weil Hermann hat sich auch wieder bedrückt vor der Küchenarbeit. Auf jeden Fall. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, muss ich sie ausnutzen, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Können auch mal fahren? Ja, Stoppschilder muss man stoppen. Die Jugend von heute, Stefan, die Jugend von heute. Ja. Hermann. Ja, klack. Pfosten überfahren, egal. Ah, ja, ja. Ist ja ein Bollex einer. Eben. Lass doch nicht Bolleck hören, du. Den habe ich in Ewigkeit nicht mehr gesehen. Habt ihr den gekündigt? Nee, der ist nach Köln zum Karneval. Der ist da ganz jeck. Der hat gehört, dass er den Mädchen immer schick gekleidet und wild gekleidet und da fühlt er sich besonders wohl. Okay, muss der auch. Vielleicht kann er ja auch mit der Kontrollgruppe ausprobieren. Ja, man weiß nicht, was er alle macht. Den sollte er ausprobieren, ja? Er hat gesagt, er verkleidet sich als Fass und lässt sich volllaufen. Ja, okay. Ja. Gute Entscheidung. Das Streichholz konnten wir ihm ausreden. Okay. Verkleide ich mich als Kartoffel, dann lasse ich den Keim raushängen. Ne? Ja. Kurve. Dann haben wir schon beide Platz, oder? Wer noch mal hinten in den Hof zu, komm. Hier Hof zu, soll ich in der Quer eine Einfahrt parken? Dann sagen wir Karl mal hallo, oder? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob er da drauf geachtet hat. Hallo Karl. Sven. Mahlzeit, Männers. Was ist denn hier los? Moin. Wir machen eine Demonstration. Oh. Keiner macht den Abwasch. Was für ein Schmuckstück. Ja, ich glaube, ihr wollt alle zur gemeinsamen Wartung zum Kalle. Nee, das aktuell nicht. Wir wollen Kalle entführen, dass er mitfährt mit seinem. Ja. Genau. Och, wie sieht er aus, Kalle? Ich weiß, es ist Feierabend, aber ich habe noch so viel zu tun. Kalle, jetzt komm. Oh, komm eine Runde durchs Dorf fahren. Mitkommen zu deinem Traktor und komm. Oh, Johann. Kannst du das hier fertig machen? Nee, bitte nicht. Was hat der? Kinder. Wollen wir verstecken? Hin? Boah, keine Ahnung, mal eine Runde rundfahren. Den Landhandel blockieren. Beim Guido vorbeifahren, den ein bisschen belästigen. Ja, der kommt gleich wieder her. Das ist gut. Ja, der kommt gleich wieder her, da können wir hier belästigen.
Ja, aber da kann Kalle seinen Traktor nicht fahren. Die Fahrzeuge müssen immer mal bewegt werden. Machen die alten Schätzchen. Na? Schmeiß mal an, der Hobel. Kann ja schon mal warm laufen. Auch ein schickes Teil. Ja. Oh ja. Und du, Sven? Hast du noch keinen Oldtimer? Nee. Außer dein Chef. Ich wusste gar nicht, dass ihr ja so einen Traktor-Oldtimer-Club habt. Natürlich. Ja, doch, aber schon lange. Haben wir. Schon relativ lange, ja, tatsächlich, ne? Echt, ja? Nein, ich bin ja auch noch nicht allzu lange. Eigentlich dann besorgt ihr mal einen alten Oldtimer, dann kannst du unserem Club beitreten. Genau. Ja, Stefan, jetzt hättest du mir sagen müssen, bevor ich den Kopf. Jetzt kriege ich nicht noch einen Traktor beim Guido aus dem Kreuz geleiert. Ja, wie alt ist denn der McCormick? Der ist aber komisch. Ne, 7 Stunden, seht ihr das schon? Oder? Na, wird ein bisschen knapp. Den hat er bei mir vor kurzem abgekauft. Ja. Ah, echt? Ja. Ah, ist das deinen alten? Ja. Ja. Oh ja. Oh ja, ja, okay, gut. Deswegen hat es einen Wunderbäume in der Kabine. Die sieht man aber auch echt selten in den Comics hier bei uns, ne? So. Aua. Ja. Bitteschön. Ja. So. Ah, wunderbar. Guido. Guido. Ja, der Guido hat von deinem Herbert noch gemacht. Oh ja. Was habe ich bekommen? Die Steuerplakette. Nee, ich habe mir jetzt nur die Nummernschilder gegeben. Oh, hast du das vergessen oder was? Muss ich jetzt wieder zurücklaufen? Ja, wenn du die nicht irgendwo in der Tasche noch hast, dann musst du die wohl noch holen. Ja, bis gleich. Soll ich dich fahren? Nee. Okay. Der hat aber schlechte Laune. Lauf, Guido. Oh. Hat der noch nie ein Fahrzeug zugelassen, oder was? Kalle. Kennt ihr den Film Guido... Guido rennt, ja. Guido Gump. Nachher, wenn er zurückkommt, sagst du ihm einfach, oh, die hätten wir gar nicht gebraucht. Ja. Die hast du noch Büro liegen oder so. Dann sagst du die falsche Farbe, die müssten pink sein und nicht gelb. Ja! Wagen, wegen den Akkusender-Kennzeichenhaltern, ob er die auch mit hat. Ja. Ja. Passierschein A38. Genau so. In dreifacher Ausführung. Ja, genau. Ja. Aber um ehrlich zu sein, eine Steuerplakette auf einem grünen Kennzeichen ist ja auch irgendwie ein Treppenwitz. Ja, eigentlich schon. Ja, so aber ich wäre auch drauf reingefallen, bin ich ehrlich. Ja, ich jetzt auch in dem Moment. Ich wusste nicht, dass ein grünes Kennzeichen ist. Aber ansonsten wäre ich auch drauf reingefallen, ne? Einmal voll verkackt. Ja, sorry, toll. Ja. Mach dann mir ein Gässchen frei, dass ich dir die Elektronik noch ummelden kann und dann. Ja, klar. Achso, ja. Ja, klar. Komm gleich mit, wenn das hier erledigt ist. Ja, wunderbar. Hoppala. Wir haben auch. Naja, Fritz, reiß mal so eine Pulle auf hier. Wir haben auch Bier dabei, Kalle. Ja. Haben wir. Ist der irgendwo so, bei... Oh ja, wunderbar, dankeschön. Hat einer einen Zweisitzer, wo man mitfahren kann? Ja, da kannst du. Ja, beim Fritz, der kann noch ganz nah mitfahren. Ja, ich weiß nur, ob der funktioniert. Ob ja, der doch, wirklich zwei Plätze hat. Echt, der das geht? Ja. Ah ja, super. Die Tür funktioniert. Dann das ist geht, ja gut. Ja. Da können wir doch einen Guido mitnehmen. Vielleicht ja. Wird er bessere Laune. Ja. Das wäre eine Idee, ja. Habt da viel zu tun am Landhandel gerade. Ja, dann nimmst du Altplastik zurück, oder was? Ja, die... Also wir haben nicht so viel zu tun, aber das Transportunternehmen, die haben ganz schön zu schützen. Ja? Ja. Also wir haben heute 500.000 Liter Silage nach Fischtal und 100.000 Liter Mischfutter und dies und das und ja, ist am struggeln. Okay. Oh ja. Da hat ja auch mal ein bisschen zu tun. Ufie, wer ist das denn? Ist das der Andi oder was? Nee, das ist ja der Langhammer. Das ist neu bei denen irgendwie. Langhammer? Ach du was. Ich glaube, den habe ich mal gesehen, ja. Macht der nicht hier dieses, wie heißt denn das? Agrargenossenschaft? Genossenschaftsgedöns irgendwie? Ja, so? Genau. Ja, das Transportunternehmen gehört damit dazu. Ach so, okay. Und wir ja auch im Endeffekt. Aber. Ja. Genau, aber die müssen ja trotzdem, ne? Irgendwie ist der Andi, der sonst immer da ist, ist im Urlaub oder hat Weiterbildung oder was weiß ich, und da muss halt mal der Chef ran. Und der hat ganz schön zu tun. Oh ja, immerhin. Da weiß er auch, wie es geschafft wird. Und, ja,
ja. wo die Kohle herkommt. Ja. Sag mal, Reberhof, ihr bringt doch Gärreste auf die Felder aus, oder? Wir wollen gerne demnächst Gärreste ausbringen, ja. Ach so, okay. Und wo haben wir denn das Zeug? Gar nicht, weil wir kein Lager dafür haben. Wir lagern dann in der BGA vom Didi in Fischstall. Also ihr holt euch schon immer das, was ihr braucht, oder? Genau, ja. Genau. Nein, wir haben halt abgenommen. Wir haben halt ein gewisses Kontingent, was wir da bekommen können. Und das müssen wir halt vorne machen. Gucken, da müsste der, glaube ich, sein. Wo ist der? Der war gerade in Deutschland unterwegs. Ah, vorne. Der entsorgt Altplastik. Ah, da. Nein! Ja. Ah, hier. So. Hast du da eine Steuerplakette für die grünen Kennzeichen? Ja. Hä, wieso denn grün? Ach, hast du nicht angemeldet auf grüne? Nee. Oh. Naja, gut. Muss ich das? Nee, musst du nicht. Kann Spaß, ich das? Spaß zu steuern. Musst du steuern? Ja. Oh, jetzt Emma. Ne? Die hörst du bis hierhin, ne? Aber hallo. Ihr habt ein Organ? Gute. Moin. Mahlzeit. Ach, eine Versammlung? Ja, wir planen heute den Junggesellenabschied von Guido. Von wem? Von dir. Von Guido. Von mir? Warum? Ja. Du hast so einen Heiratsantrag gemacht auf eine Frau von Dalk. Denn ich? Mit den Plastiktoten von Dolz. Genau. Erzähl nicht, wir haben genau gesehen, wie du die Blumen aufgehoben hast und vorher gekniet hast. Gibt's Beweisfotos? Ja, ich hab mir doch nur feierlich die Blumen überreicht, das war kein Heiratsantrag. Das ist ein Plastiktulpen von Deutz. Naja, also. Boah, ich weiß ja nicht. Wohl, von Dick könnte ich mir schon vorstellen. Aber dann. Da meine ich doch. Wir müssen aber noch ich glaub, warten. Ich bin taub. Immer Pech, das hört sich witzig an. Ja. Oder Guido van Dijk. Nee, der muss aber Dick heißen. Guido Dick. Ich könnte das alles verstehen. Du schreibst doch an der Krawowski rum. Was ist denn jetzt hier mit auf der Dick? Ja, also, ob ich weiß ja. Zweites Standbein. Ja. Alle Optionen offen halten, ja. Das mit der Van Dijk geht unter der Hand. Wo du gerade hier bist, ist das ein Tippfehler hier auf der Anmeldung? Hier steht 003. Soll das 3 heißen oder 300? Meinst du das hier? Ja. Nee, 003. Das war ungewöhnlich. Ja. Wir hatten auch irgendwo 007. Das ist aber England. Ja, ja. Genau. James hat den Tag. Naja, gut. Also, ich hab 003. Der Landhandel steht aktuell auf James Bond. 001, nee. Van Dijk, ich habe doch noch gefragt, ob die 31 noch frei ist. Gesagt, da haben sie zu mir gesagt, das geht so in Ordnung, kann ich machen. Wir können auch gerne das Nummernschild 003 in 3131 machen. Wir können auch ganz einfach, dass sie jetzt zu mir zum Landhandel kommen, sie schon mal in mein Zimmer hinlegen und ich heute Abend dazukomme. Ich glaube nicht. Ich möchte das bitte so, wie ich das gemacht habe. So, wie sie es mir gesagt haben. Ja, ist gut, ist dran. Ja, das ist gut. Warum gut und knapp. Eigentlich immer so auf, Herr Pech. Ja. Druck, ne? Warum eigentlich? Also irgendwann ist der da oben. Und läuft der Abschlepper eigentlich wieder? Entschuldigung, was? Ob der Abschlepper wieder läuft? Ja. Nee, ja. Aber Kalle, wohin läuft der denn? Ins Verderben. Der ist ja komplett ausgebrannt, da kann doch nichts mehr laufen. Doch, wenn es regnet, läuft das Wasser runter. Ja. Und Öl läuft aus. Das Stück Metall, was da noch steht. Da läuft die Brühe raus. So, wie sieht denn jetzt aus? Sollen wir noch eine Runde durchs Dorf fahren jetzt, Guinness? Ja, finde ich gut. Dafür haben wir die Maschinen extra angeschlossen. Kannst du mitfahren hier bei der Oldtimer Ready? Dann fährst du mit? Traktoren zurück. Ich habe keinen Oldtimer. Du kannst von Fritz mitfahren. Du kannst die Saftschub zu spielen.
Und Bier gibt's auch. Die ist aber kein Oldtimer. Die ist noch keine 30. Und noch kein Hakenzeichen sehe ich. Digi, hattest du nicht mal ein Online-Seminar gemacht als Standesbeamter? Ich? Nee, Hermann. Okay, Hermann, dann mal los jetzt. Ja, der war auf der Enterprise. Ja, das ist aber schon Jahre her. Was wollen wir machen? Dann JGA. JGA. Warte, genau. Ich hab Alkohol. Der Hermann hat mal ein Online-Seminar für 5 Minuten gemacht, damit der Standesbeamter wird. Aber das geht nur, wenn er als Elvis verkleidet ist. Hat er in Las Vegas gemacht. Ja, korrekt. Ja. Also, fahr schon ein bisschen, Hermann. Mit meiner unvergleichlich schönen, fistelnden Stimme kann ich Elvis imitieren. Sehr gut. In the ghetto. Oh. Ich glaube, ich brauche noch eins. Ach so. Ihr müsst den Hüftschwung mal sehen, wer richtig los mit der Hermann. Oh ja. Oh, Moment. Ihr vibriert was in meiner Hose. Ja, schon. Dann macht die Batterien raus. Servus. Ich gehe mal ein paar Meter weg. Hallo? Hallo? Ja, habe ich Guido? Ja. Ja, sehr gut. Und zwar, pass auf, ich habe eine Bestellung. Ja. Ist eine dringende Geschichte. Ja. Ja, und zwar, ich brauche Kalk. Oh, warte mal. Hast du Austin gar nicht eingeladen, Guido? Nö, ich bin eigentlich schon Feierabend, aber wir tun es mal für ihn. Du hättest nicht mehr eingeladen. Setz mich doch mal auf hier. Zum Junggesellenabschied. Ja, was für ein Junggesellenabschied? Von Guido. Hä? Gleich ist die große Hochzeit von ihm und der Van Dijk. Pff, na dann, viel Spaß euch. So, Rosenberg, was brauchst du? Ja, ich brauche erstmal den Preis für Kalk. Den will ich jetzt hier wissen vorher. Sven. Wir haben nämlich, einen guten Preis ausgemacht gehabt. Oh, scheiße, keine Pflege drauf. 250. Wie viel? 250. 2 oder 3? 250, die 1000 Liter. Ist doch gar nicht. Ja. Machst du wieder einen besseren Preis? Nee, ne? Liter, das wären 2250. Ja, ich mach dir rund 2000. Hast 250 gespart. Warte mal, von wie viel habe ich dir schon die Menge gesagt? 10.000 Liter, sagtest du gerade. Nee. Ich brauche mehr. Wir reden doch von Kalk, oder? Ja, ich brauche mehr. Okay, wie viel brauchst du? Ich würde 25.000 Liter nehmen. Das wären 6 glatt dann für dich. Wie viel, was ist das für ein Preis? Das wären eigentlich 6.250. Ja. Ja, mach mal 5,5. 5,5, weil 25.000 Liter sind. Das ist eine Menge Holz, ne? Wie soll alle im Kopf schütteln? Ich kann dir 500 Rabatt geben. Ah, okay, super. Das sind ja 6.000 minus 500, sind ja 5,5. Das sind 5.750. 5.750. Ja gut, dann machen wir 5.750. In Ordnung. Okay. Brauchst du sonst noch was? Dann ja, Pflanzenschutz. Verkaufst du Pflanzenschutz? Lass uns doch alles zusammen, dann kann ich dir doch einen viel besseren Preis machen. Ja, naja, ich bin auch noch nicht fertig. Hab ja gesagt, ich brauch 2 Sachen. Ja, okay. Pflanzenschutz brauche ich noch. Pflanzenschutz. 5.000 Liter. 5.000. Love Parade, wer mich liebt, kommt mit. Auf geht's. Auf Guido. Ja. Guck mal, Sven, ist das okay, was ich da bei Rabatt gegeben hab? Für wen ist denn das? Für den Rosenberg. Mach mal laut, ja. Hallo, laut, ja. Sven, grüß dich. Moin aus Wien. Ich bin wieder mit der Kirche ums Dorf gefahren gerade, ja. Also was brauchst du, Kalk? Herbizid, 25.000, das war's erstmal. Ach, das war's okay. Erstmal. Da kommt noch mehr. Herbizid dann in Dingsbums hier, in diesen... Was habt ihr da für Abpackungen? Ne? Na dieses, ja, wie heißen die, IBC? Ja, 1000 Liter sind das, oder? Ja, genau. Dann würde ich... Herr Schattler? Hallo?
Fahrt ihr mal vor da. Ja, ich guck mal, dass ihr alle kommen jetzt. Aber die Freunde, jetzt sind wir am Ende der Folge. Komm, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf uns nächste Folge vorbei. Ihr seht, wir fahren ein bisschen durchs Dorf, mal gucken, was es gibt. Und dann, ja, schauen wir mal. In diesem Sinne sage ich tschüss und schon bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.